Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich mit euch Rüblikuchen. Ja, Klassiker. Ich zeige euch, wie ich den mache. Okay? Ich habe meine Schälchen schon vorbereitet, wie ihr seht. Gell? Wir brauchen so ein paar verschiedene Sachen. Okay? Es sind jetzt nicht nur drei Zutaten, aber eigentlich auch ganz einfach. Okay? Dann können wir schon mal loslegen. Und zwar werden wir als erstes die 6 Eier trennen und werden dann das Eiweiß zuerst schlagen. Es tut mir leid, wenn meine Lichtverhältnisse nicht so besonders sind. Entweder ich blende derart, dass man mich überhaupt nicht sieht, oder es ist zu dunkel. Entschuldigung. Weil es ist ein ganz einfaches Handy. Okay. Hier möchte ich die Eier trennen. Ich habe extra gewartet, bis die Sonne untergeht. Ja, also es ist der Wahnsinn. Ich freue mich immer, wenn die Sonne scheint, aber es blendet derartig hier rein, dass man mich gar nicht sieht. Ja. Ich habe euch ein bisschen gezeigt, wie ich das vorbereitet habe. Das ist immer praktisch, weil so kannst du nicht irgendwelche wichtigen Sachen vergessen. Als erstes tun wir das Eiweiß steif schlagen. So bis zur Hälfte ungefähr. Und dann tun wir die Prise Salz dazu. Es gibt schon raus. Eiweiß ist steif geschlagen. Gell? Den lassen wir auf die Seite. Okay. Als nächstes die 6 Eigelbe, 200 Gramm Zucker, cremig rühren. Okay, die 6 Eigelbe und 200 Gramm Zucker sind jetzt cremig gerührt. Dazu fügen wir 5 Esslöffel Öl, 2 Esslöffel Saft von einer Limette, geriebene Schale von einer Zitrone und geriebene Schale von einer Orange. Dazu 60 Gramm an flüssige Butter, 2 Vanillezucker, dazu ein Teelöffel Zimt und halber Teelöffel Muskatnuss, 200 Gramm angemahlene Mandeln, 100 Gramm grob gehackte Walnüsse. Und das tun wir erstmal vermischen. Und jetzt 250 Gramm an Riblis. Muss man schon mit dem Löffel machen, gell? So, hier habe ich 130 Gramm an Mehl, ein Backpulver. Den Ofen habe ich auf 180 Grad schon eingeschaltet, wo ich angefangen habe. Ja, hier musst du schon schauen, dass das Mehl gut vermischt wird, oder? Jetzt haben wir schon alle Zutaten drinnen und am Schluss das steif geschlagene Eiweiß unterheben. Ja? Okay. Gell? Ich nehme da jetzt einfach so einen großen Löffel. Ja? Und dafür und schön vermischen.
wenn man den Eiweiß so separat steif schlägt und am Schluss unterhebt, dann ist das ein wenig fluffiger, ja? Weil die Walnüsse, die Mandeln und die Rüblis, die sind ja recht schwer, oder? Deshalb, wenn du den steif geschlagenen Eiweiß am Schluss unterhebst, dann ist das ein wenig fluffiger, gell? So schaut es dann aus, gell? Der Rüblikuchen, der noch nicht fertig ist, gell? Aber jetzt haben wir schon alle Zutaten. Die Form einfach mit Butter und Mehl ein bisschen bestreichen, gell? Okay. Man kann auch Backpapier reinlegen. Ist vielleicht sogar besser. Und dann nochmal schön alles durchrühren, schön alles checken, dass du was nicht vergessen hast, gell? Vor allem nicht den Backpulver vergessen. Schön. Und jetzt diese da rein. So schaut es jetzt aus. Und dann in den Ofen auf 180 Grad. In der Zwischenzeit habe ich eine Möhre gebastelt. Ja. Ich wollte einfach Marzipan-Rohmasse selber kaufen und die Möhrchen selber basteln. Ja. Weil dann kann ich schauen, ob ich die groß oder klein mache. So, was mir gerade gefällt, habe ich einfach so ein bisschen davon genommen. So gerollt. Ein bisschen mehr auf eine Seite, oder? Gell? Dass es so Möhrchenform bekommt. Dann einfach so Muster drauf. Gell? Und dann von der grünen Masse auch so ein bisschen nehmen. Ja. Da kannst du basteln, wie es dir gerade gefällt, gell? Man kann natürlich auch ganz kleine machen, das wisst ihr auch. Dann gibt es auch fertig zu kaufen. Aber mir ist so sympathischer. Und dann einfach so ein bisschen formen einfach, oder? Hm, Märchen. Hübsch, oder? Und dann ein bisschen von grüner Marzipan-Rohmasse. Gell? Für Stielchen. Hm? So. Einfach drauf, gell? Dann kannst du machen, wie viel das du willst. Mehrere, auf jeden eins, wie viel das man mag. Okay? Und die übrig gebliebene Marzipan-Rohmasse am besten Frischhaltefolie nehmen oder ein Säckli. Dann trocknet das nicht aus. Und hier werde ich noch die Zitrone vorbereiten. Okay. Hier Puderzucker, gell? Und einfach so vermischen. Schauen wir mal. Aber lieber am Anfang nicht so viel von Zitronensaft rein. Nicht, dass es dann doch zu flüssig wird, gell? Weil dazugeben kann man ja immer noch, okay? Hier haben wir 300 Gramm an Puderzucker und 6 Esslöffel vom Zitronensaft. Und das ist für unsere Glasur, okay? Man kann hierfür auch Kirschwasser nehmen. Ich möchte das ohne Alkohol machen, ja? Musst du selber schauen, gell, dass es so schön glatt ist. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Schön glatt rühren. Das glänzt richtig schön. Hier seht ihr das ein bisschen besser, gell? Das glänzt schön. Ja, schön glatt. Okay. Nicht zu fest lassen, ja? Sonst kann man das schlecht über den Kuchen drüber gießen oder drüber streichen.
Ich habe mir jetzt hier so neun Rieblis gebastelt, gell? Von der Marzipanrohmasse. Von der Orangene habe ich jetzt so eine Packung gebraucht. Und erwägen von der grünen. Okay? Für den Rieblikuchen haben wir dann die Puderzucker, Zitrone-Glasur, ja, unsere Rieblis. Und dann brauchen wir so eine Limette für die Deko oben drüber. Und natürlich zwecks dem Geschmack, oder? Dann kann man die ein bisschen reiben. Ich mache das so, dass ich das auf diesen groben Teil ein wenig reibe, oder? Es schaut so schöner aus, gell? Und vom Geschmack her ist es immer super, wenn man Limette dazu hat. Haben wir schon etwas von Orange, von Zitrone und von der Limette, gell? Und dann auch von der schmälere Variante. Da haben wir so eine Mischung von grob und fein. Das wird sich dann gut tun auf dem Kuchen. Du kannst natürlich auch die Limette auspressen und in Puderzuckerglasur reintun, gell? Dann ist es noch leckerer. Okay? Und dann warten wir, bis der Kuchen fertig ist. Gell? Das haben wir schon vorbereitet. So, Rieblikuchen schaut schon mal gut aus, gell? Ich habe so Zahnstocher. Tradada. Einfach. Gell? Passt. Ich möchte diesen Rieblikuchen erst einmal ein wenig abkühlen lassen, damit uns die Glasur nicht da drauf so schmilzt, oder? Einfach da mit dem Messer rumfahren. Ihr könnt gerne Backpapier nehmen, gell? Einmal, dass ich kein Backpapier benutze. Oh. Den lassen wir kurz abkühlen. Er ist noch lauwarm. Okay. Das kann ich lange warten. Unsere Puderzucker, Zitronenglasur, gell? Die tue ich noch so ein bisschen mischen mit einem flachen Löffel, so streichen, oder? Jemand hat mich gefragt, was das immer für Hockonken sind bei mir. Ja, das kriegt ihr gar nicht so mit in Videos. Da tue ich nämlich immer meinen linken Fuß drauf. Das verrate ich euch, ja? Weil mein Fuß ist krank, okay? Einfach ein bisschen drüber streichen, ja? Tust du dir einfacher, wenn du das alles drauf machst. Und das darf ruhig so nach unten fließen. Am liebsten habe ich das, wenn sich das so nach unten ein wenig zieht, ja? Das schaut schon ein bisschen stylischer aus, oder? Als wenn es so ganz, ganz genau ist, oder? Ich mache jetzt absichtlich so ein bisschen, dass es so runterläuft, quasi, dass es so ein bisschen wie ungewollt ausschaut, oder dass es so einfach zerläuft, oder? Und das mache ich gerade. Ich finde das halt so hübsch, gell? Du kannst es natürlich dekorieren, wie du das möchtest. Das sind meine persönliche Vorlieben, oder? Wenn es so ein bisschen zerfallener ausschaut, ja? Und dann schaut es so aus, gell? Oben ist schön glatt. Jetzt würde ich es nicht mehr oben anfassen, oder? Hier ist schön glatt und glänzt. Okay? Und dann tun wir den noch dekorieren, oder? Die Schale von der Limette, die tun wir oben drüber. Und unsere Möhrchen. Ja? Du kannst natürlich auch kleine machen und ringsrum überall drauf tun, gell? Die gibt es auch fertig zu kaufen. Ich mag es gern halt ein wenig anders. Mir gefällt das so besser. Gell? Kannst du einfach kreativ sein und das so gestalten,
wie es dir gefällt. Und ich dekoriere es jedes Mal anders, wie ich gerade Lust drauf habe. Gell? So. Riebli. Unser Riebli-Kuchen. Jetzt ist er parat zum Servieren. Okay, der ist noch lauwarm. Ihr seht, fluffig, oder? Er war jetzt nicht so starr. So schaut er aus. Ich habe das, wie gesagt, absichtlich hier so runter fließen lassen. Jeder kann das so machen, wie es ihm gefällt. Und das sind die selbstgebastelten Riablis. Gell? Und Schale von Alimette. Eine leckere Glasur. Puderzucker und Zitrone. Und ein saftiger Riablikuchen. Schade anzuschneiden, oder? Das war meine Variante von Riebli-Kuchen. Jetzt schneide ich den auf mit euch. Überhaupt nicht trocken, gell? Fühlt sich weich an. Mmh. Gell? Schaut's mal, ja? Ganz schön saftig. Ich ruiniere immer die Sachen wegen euch, ja, aber ich möchte das einfach am besten rüberbringen, oder? Dass du auch das Gefühl hast, wie sich das anfühlt. Schau. Okay, so saftig. Ganz schön saftig. Mmh. Mmh. Ganz fein. So ein saftiger Kuchen. Gell? Mega saftig. Man denkt bei dem Kuchen, der wird trocken, oder? Wenn man ihn backt und denkt sich, ja, mischt man einfach ein paar Sachen rein. Dieser Riebli-Kuchen ist nicht trocken. Er ist richtig saftig. Fantastisch. Und dann durch diese Zitrone, Orangen und Limettenschale gibt es eine frische Note da drinnen, oder? Und ich habe die Walnüsse 100 Gramm so grob gehackt, oder? Damit der Wegen drinnen ein bisschen dabei ist, oder? In dem Ganzen. Und dann die Zitronenpuderzuckerglasur obendrauf. Fantastisch, ja? Da machst du jemandem große Freude, wenn es den nachmachst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den nachgemacht hast, und dann schreib mir unten in den Kommentar, wer dir geschmeckt hat. Okay? Heute mit euch Riebli-Kuchen, so wie ich den mache. Klassiker, aber auch da kann man Fehler machen. Also, probiert's aus und habt Spaß dabei. Das wird euch super gelingen. Okay? Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank fürs Abonnieren und für jeden Like. Hab euch lieb. Ciao. Mmh. Mmh. So lecker. Diese Walnüsse drinnen waren genau. Mhm. Und das saftig. Richtig saftig. Er ist genug gebacken, oder? Mhm. Aber saftig. Muss ich dir Marco holen. Lecker. Fein.